Boah, ich hätte mich echt mal interessiert, ob sie jetzt hätte sterben können, ne? Oh ja. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig, Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Hat er ja eigentlich mittlerweile eine Zigarette? Ich glaube immer noch nicht, ne? Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Übrigens, den Part, den ich gespielt habe, der war bislang noch nicht. Hä? Da haut das ganze Hotel kaputt. Denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Nein. Was? Ich meine nicht nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Okay. Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Oh, das hat ihn aber schockiert. Mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde die Matt suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen. Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Der Matt ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? So, da ist er weg, bleibt er hier. Bleibt auf oben, einer links, Liste rechts. Von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Ja. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, keine was er sagt. Gute Idee. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate. Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry. Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ich will keine Zeit vergeuden. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Wieso muss sie denn jetzt ihn mitnehmen, wenn Nein, sie die nicht. Panik hat? Es ist halt Sorry, so dumm. Das ist richtig dumm. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Vor allem sie hat Natürlich. Das fette Asthma-Problem, ja? Ja. Und muss jetzt hier alleine rumsitzen. Problem, das ist richtig muss sich Mut ansingen. Wurde gerade attackiert und sitzt jetzt hier komplett okay, alleine. Du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Demet? Oh, wir dürfen zusammenbleiben. Super. Ich checke Einstellungen. Falls er dabei auftaucht, super. Alter, dir ist echt alles egal, ich oder? Tasche, natürlich Lampe, nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Oh, warte mal, hier ist was. Was denn? Arschloch. Ich hoffe jetzt nur nicht, die unterhalten sich nicht die ganze Zeit. Ja, das ist dieses Counter-Ding, was wir am Anfang gesehen haben mit der Zahl. Ja, aber ich kann es mir jetzt angucken. 180. Genau, ich war vorhin auch schon hier. Wie 180? 180. Das stand das vorhin, war vorher 178 oder so stand da. Ja, es war auf jeden Fall weniger, genau. Was? Chat, was war das vorhin für eine Zahl? Was ist hier passiert? Ich? Keine Ahnung. Warte mal, warum ist hier Blut? 187? Nee, 178 war das. Nicht 187. Der 187, der hat ja nicht auf einmal wieder Leute zum Leben erweckt. Ich habe einen Zettel gefunden. Wir wissen ja immer noch nicht genau, für was das ist, aber ich meine, es würde dafür sprechen. Ich frage mich, ob dieser Hausmeister weiß, wo du Matt ist. Hier ist Blut. Ja, ich habe hier einen Zettel. Warte, darf ich vorlesen? Als wenn hier gekämpft wurde. Ja, lies vor. Mörderburg, Foyer Inn, Tag. Langsamer Schwenk durch das Foyer, etablieren der Atmosphäre, lieber 360 Grad. Eine Reihe von Überblendungen zwischen wichtigen Exponaten, Details, die an der Rezeption enden. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel. Für ein Intro ist das hier absoluter Müll. Ich sehe Kritik, aber keine besseren Vorschläge. Schwenkt nach oben auf Kate. Kate, klingt das so okay für dich? In die Kamera.
Das World's Fair Hotel war kein gewöhnliches Hotel. Die Flure in Blut getränkt, das Bettzeug mit den Tränen von Müttern gewaschen. Ein Zimmer kostete einen das Leben. Und der Besitzer war ein Lügner, Betrüger und vermutlich Amerikas fleißigster Serienmörder. Ein paar Bilder über diese Zeilen legen. FX von Schreien und Schluchzen. Kate dreht sich von der Rezeption weg und verlässt das Bild. Cut to. Eine auf Kate langsam Abfahrt zurück, als sie durch das Foyer geht. Kate konnte. Also Dumont wahrscheinlich. Dumet. Wie wir bereits gesehen haben, endet dieser Blutrausch im Gerichtsgebäude von Philadelphia, wo H.H. Holmes das gleiche Urteil erhielt, das er so vielen anderen auferlegt hatte, den Tod. Und 1895 wurde sein Hotel oder seine Mörderburg, wie es genannt wurde, bei einer mutmaßlichen Brandstiftung zerstört, bevor das Gebäude selbst 1938 abgerissen wurde und damit ein weiterer Teil von Holmes' grausiger Geschichte verblasste. Zumindest dachte man das. Versteht unser Publikum verblasste? Versteht unsere Crew verblasste? Lol. Kate hält inne. Kamera fährt weiter zurück und zeigt den Bereich hinter ihr. Kate, Conte, ich weiß nicht, wofür das stehen soll. Drehort wird noch festgelegt. Es mag wirken, als wäre ich in die gefährlichen Tage von 1893 zurückgekehrt, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wohlbehalten im heutigen Illinois befinde, wo ein Team von talentierten Produktionsdesignern einen unglaublichen Nachbau entwarf. In einem Nachbau des berüchtigten Gebäudes, in dem der bekannteste Unternehmer und H.H. Holmes-Experte Grantham Dumet. Da ist nur noch ein Absatz, dann habe ich es. Sorry, der ist wirklich lang, der Text. Man kann fast die verzweifelten Schreie der bedauernswerten Gäste hören, die hier angefangen und dazu verdammt sind, Holmes' nächste Opfer zu werden. Also machen wir eine kleine Zeitreise und schauen, ob wir nicht ein paar makabre Geheimnisse aufdecken können, die hier schlummern. Nutzen wir diese seltene Gelegenheit für, in Anführungszeichen, Kate verlässt das Bild, Schreie. Ich glaube, Aaron kann das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Anwalt dabei haben will, wenn sie einen Asthmaanfall bekommt. Das ist, also das ein Skript, ist irgendwie oder? Ein Skript oder sowas, ja. Für wahrscheinlich Film. Warte mal, bevor wir jetzt. Also hier vorne liegt eine Vorahnung. Ja. Hier ist eine Visitenkarte, glaube ich. Warte mal. Ja. Hier ist Grantham Dumet Designer. Das ist eine Visitenkarte von Dumet, Alter. Ja. Da steht aber hinten gar nichts drauf. Grantham Dumet Designer, das war's. Da steht keine Telefonnummer oder so, gar nichts. Warum? Was ist das? Ist das, das soll doch eine Visitenkarte sein, oder? Oder das Blut ist das, führt hier auch zur Tür, ne? Nee, Visitenkarte, das ist eine Visitenkarte. Eins von fünf Visitenkarten gefunden. Wollen wir erstmal wieder hoch, bevor wir jetzt hier alles untersuchen? Weil ich bin ja jetzt gerade nur runtergegangen wegen dem Counter. Nicht, dass wir oben was übersehen oder so. Ich glaube, es geht halt wirklich im Hauptsächlichen gerade um diese Szenerie hier, dass hier auf jeden Fall irgendwie gekämpft wurde oder so, ne? Ja, gehe ich auch von aus, aber deswegen habe ich halt Sorge, dass wir oben was jetzt irgendwas übersehen. Was ist denn? Ich meine, wir haben jetzt gerade eine Visitenkarte gefunden, ne? Was ja. Ist denn, wenn das vorhin sah ja so, oh mein Gott, 178, 79, 80, vorhin Dumet und Tochter sind zwei. Was ist denn, das sah ja aus, wenn die geflüchtet sind, ne? Ja. Was ist denn, wenn die wieder hergezerrt worden sind und, ja, weiß ich nicht. Oder die Flucht einfach nicht geklappt hat. Es wären zumindest auf der anderen die zwei, Seite jemand gewartet die in Frage hat, ja. Stehen. Ach, scheiße. Es wären die zwei. Hier liegt noch was. Türen sind alle abgeschlossen. Es gibt unten eine Doppeltür, wo wir durch können, aber... Okay, das ist eine Einladung. Das ist eine Einladung von dem Dumet an Joseph Morello, der das Buch über H.H. Holmes geschrieben hat. Ja. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleser sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir die letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich für Einladungen auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace Avenue
und Wall 63. St. Englewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Grantham Dumit. Kennst du das Muster? Limousine, ja. Holt einen ab. Genau, fünf Leute. Guck dir mal das Gästebuch hier unten bitte an und sag mir mal, was dir auffällt. Ja, mache ich sofort. Hallo Grantham, danke, ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu fünft. Ich vertraue Ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe. Guck dir mal das Gästebuch ist, an. Mache ich sofort. Was ist, wenn dieser Joseph Morello der Typ ist und die Tochter oder er gewesen ist, gegebenenfalls? Fuck. Guck erstmal in das Gästebuch, da steht ja. Dein Name auch drin. Mache ich sofort. Ich komme schon runtergetapert. Stimmt, du hast recht. Warte mal, hat er auch was von der Tochter gesagt? Ja, ja, er hat zwei Töchter. Oh mein Gott, oh Gott. Was denn? Bist du gruselig. Dein armer Hals. Du hast das gleiche Problem mit dem steifen Nacken wie Mark. Oh Gott! Hä? Du solltest schnell eine Zigarette bekommen, wirklich. Schauen Sie das scheiß Gästebuch rein. Ja, ich bin dabei. Joseph Morello, Michelle Morello, Francis Morello, Natalie Morello, Bethany Morello. Und danach nicht ausgecheckt. Oder sind am 25. ausgecheckt. Ja, am 25. sind sie ausgecheckt laut dem Buch, aber die anderen dafür nicht mehr. Ja, aber guck doch mal, warte mal. Vergleich doch mal die ganzen Auscheck-Schriftarten. Von allen anderen zusammen, insgesamt. Ja, ja, stimmt. Die Check-in und Check-out sind zwei verschiedene Handschriften. Ja, vor allem sind die ganzen Check-out-Schriften von allen Leuten, die da waren, immer die gleiche. Ja, dass die Familie von Morello komplett am gleichen Tag wieder auscheckt, ergibt ja Sinn. Ja, aber guck doch mal, die haben doch jeder einzeln ihre Eincheckzeiten mit einer verschiedenen Schriftart reingeschrieben. Ach so, das meinst du. Ja, ja, das stimmt, ja. Okay, so, ich meine, die sind also auch nicht raus. Es könnte natürlich auch sein, dass das einfach übernommen wurde, aber das ist halt schon sehr sus irgendwie. Warum sollen die zum Check-in das selber eintragen und dann beim Check-out aber dann wiederum nicht? Das ist schon richtig. Oh, warte. Was denn? Hier ist was. Schublade. Kannst du die nicht öffnen mit deiner Visitenkarte oder so? Ich glaube, du mit deiner Visitenkarte kannst du... Ja, genau. Ja. Sehr gut. Ja. Was ist da drin? Ja, du musst, glaube ich, in die Mitte und dann musst du irgendwie nach vorne oder so. Keine Ahnung, das war bei der Kasse vorhin auch ein bisschen komisch. Hab's. Was ist da drin? Ein Bild. Sieht ziemlich alt aus. Von der Blume. Welcome. Mr. Hector Monday. 194 Montgomery Road, Silver Spring. Willkommen, Postkarte. 10. August 92, also auch schon ewig alt. Ja, warte mal sehr ganz geehrt. Kurz. Warte mal ganz kurz hier. Bei den Geheimnissen, da wurde ja gerade was gefunden. Ich habe auch was gefunden. Zum Beispiel hier einmal Auktionsbeleg. Was war das? Genau, das war ein Auktionsbeleg. Das hat jemand, da hat jemand quasi diesen Hut von H.H. Holmes gekauft, ja, über so eine Website. Mhm. Den wir zum Beispiel gerade bei der Puppe gesehen haben, wo Aaron in dem Raum drin war, weißt du? Ja. Was war das? Das ist das, genau, das Bild, eine Postkarte aus einem Altersheim in Hector Monday. Seine Mutter Lucinda lebte dort seit 1992. Mhm. Seine Mutter, warte mal, Hector Monday ist der Typ, der Serienkiller, der eingeknastet wurde. Das haben wir gelesen in der Zeitung. Stimmt. Vorhin haben wir gesehen ein Flashback von Minion und eine alte Dame. Ja. Also, wer weiß, ob es ein Flashback ist, vielleicht sitzen die auch irgendwo. Nein, kein oben. Flashback, das ist ja, ne, das ist natürlich jetzt gerade. Ja, okay. Hector Monday, dann bin ich seine mal gespannt. Mutter Lucinda. Dann bin ich sehr gespannt, was jetzt hier auf der Karte steht. Ja, warte. Eins wollte ich mir aber gerade noch angucken. Also wir wissen jetzt mit ziemlicher Sicherheit, dass der Minion Hector Monday ist, der Serienkiller, ja, der 1997 eigentlich eingeknastet wurde. Und wir wissen auch mit ziemlicher Sicherheit, dass das seine Mutter war, die wir da gesehen haben. Genau, eine testamentarische Änderung habe ich auch noch gehabt. Habe ich gefunden, habe ich nur noch gar nichts von erzählt. Da war nämlich an Mark und Jennifer irgendjemanden, bla bla bla, ja. Da stand drin, dass das irgendwie umgeschrieben wurde, also dieses ganze Besitztümer von dem ganzen
Gebiet hier, ja, mit dem Gebäude und so, wurde umgeschrieben, das Testament, also dass das der Herr Redknapp dann erbt, ja, Mr. Richard Redknapp, wer auch immer das, Mr. Richard Belknapp, wer auch immer Belknapp, das ist, keine Ahnung, wissen wir immer noch nicht. Das wurde halt umgeschrieben, alles auf den, auch ein bisschen sass. So, keine Ahnung, warum man das so machen sollte. Die haben keinerlei Bezug zusammen. Einladung der Morello-Familie haben wir ja gerade gelesen, das hast du vorgelesen, ne? Und was war das genau hier? Hotel-Gästebuch. Das Gästebuch des Hotels, es verrät, wann die Crew und Gäste vor ihnen eingecheckt haben. Ich dachte, da können wir vielleicht was zu angucken, aber nee, geht leider nicht. Okay, gut, dann weiter. Der ist ein Killer-Junge. Ich hab's euch gesagt mit dieser scheiß Zeitung. Na, jetzt legt das Bild erstmal weg. Machst du den Schublad wieder? Oh, natürlich machst du den Schublad auch wieder zu. Ordnung muss sein. Oh. Es soll ja keiner mitbekommen, dass wir das erschnüffelt haben, nachdem wir dann das Ding schon aufgeschlossen haben und so. Ja, auch gar nicht auffällig hier, wie das hier irgendwie alles rumliegt, ne? Also. Oh, jetzt. Oh. Ganz jetzt ruhig, Richard. Ich heiße Charlie. Ach so, ja, stimmt, da war ja was. Der Richard Bellner war das ja. Ja, ich bin hier ganz komplett durch den Wind. Sag uns, was da drauf steht. So. Mr. Heckner, das hatte ich schon. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Mhm. Aber wann ist der eingeknastet worden? 97 oder 87? 97. Okay, also, 97. Also der bevor Zeitungsausdruck er seine Mutter. War, wie hieß die Linda Price? Linda Price, Geschäftsführerin, wahrscheinlich von einem Altersheim. Residence ist ein Altersheim, ja, genau. Ich gucke gerade, ob die irgendwie in dem Gästebuch drin gestanden haben, aber ich glaube, das war nicht der Fall. Ne, die komplette Morello-Familie war vor uns da. Das würde auch erklären, warum die jetzt gerade. Das war. Safe war das der Morello, Alter, ich schwör's dir. Mit seiner Tochter. Der Rest ist tot, Alter. Und deswegen sind ja, auch eben, die beiden jetzt ich, dazugekommen. Das kann sind ich alles mir die Gruppen, Vorahnung die angucken oder werden. Hast du die schon gehabt? Nee, habe ich noch nicht gehabt. Achso, ja, willst du zuerst oder? Ist egal. Egal, guck es dir an, dann guck ich mir die halt an. Dann schau ich mal. Aber sag halt einfach nicht, was du siehst. Ja, das kannst du gerne selber dir erörtern, ne? Es ist was Schönes. Es ist was Schönes und zum Spielen. Ich will sie auch sehen, warte. Also die Visitenkarte kann ich nicht mehr aufsammeln. Junge, die müssen sich mal langsam entscheiden. Entweder verbrennen oder aufhaken, Alter. Was ist denn da los, ey? Charlie, Charles, Charleston. Warte mal, irgendwas konnten wir auch mit dem Licht hier machen? Irgendwas konnten wir mit dem Licht machen, danke. Und, Scheiße. Kein Strom. Ich muss auf die Sicherung checken. Och, Mann. Okay, wir können jetzt durch die Tür gehen, da wo das Blut hinführt. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles gesehen. Ja, ich war hier hinten in der Ecke noch nicht. Ich weiß nicht, ob du da schon warst. Ja, ich war da schon. Ich bin schon einmal komplett durchgelaufen, als du das Skript vorgelesen hast. Okay. Hey, Charlie! Komm her! Da, verdammt, ich dreh durch. Das ist Rotwein! Oder nicht? Nein, das ist keine Farbe, verdammte Junge. Farbe! Das ist Blut! Was für Blut, Farbe! Charlie. Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir hören? Wahrscheinlich hat Ümet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Und mit den ganzen Informationen, die wir gerade zusammengezählt haben, das kann doch, also bitte. Suche nach Ümet. Wieso soll... Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Okay. Was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Ümet. Ümet? Was... Also ist er nicht weg. Aber was? Nee, das will ich jetzt aber nicht. Wir können hier nirgendwo rein. Nee, sieht nicht danach aus. Die Musik hörst du auch, ne? Ja. Ich bilde mir nichts ein, oder? Nee, die habe ich auch gehört. Rechts oder links? Erst rechts, okay. Erstmal weg von der Musik, oder? Erstmal weg von der Musik, finde ich gut. Jetzt habe ich nur immer noch nicht. Ich meine, wir haben einmal mit dem Kurator gesprochen, jetzt habe ich immer noch nicht herausgefunden. Was ist mit den Münzen? Was ist das denn? Präsidentenbrief oder was? Warte mal.
Oh, vom FBI ist es. What? Justiz, warte mal, US Justizministerium. Internes Memo, Datum 9. Oktober 1997. Hör zu. An S.A. Hector Monday von Assistentin Direktor Chester Bell oder so, keine Ahnung. R.E. Chicago Killer. Unsere Hilfe wird in Chicago benötigt. Sie haben einen potenziellen Serienmörder. Bisher 2 Opfer und weitere werden erwartet. Nach Ihrem Erfolg in Fall Sherman möchte ich, dass Sie morgen dorthin fliegen, um Nachforschungen anzustellen. Ich weiß, dass Sie kürzlich einige Zeit dort verbracht haben, um bei der Profiling-Schulung zu helfen, sodass die örtlichen Ermittler Sie mit offenen Armen empfangen werden. Sie werden Sie bei Ihrer Landung in O'Hare umfassend informieren. Warum liegt das hier? Ich weiß es nicht. Also spätestens jetzt haben wir ja die Klarheit, dass es eine Connection gibt. Also dieser Serienkiller und seine Mutter, die chillen hier irgendwo. 100%. Also das ist ja, also es macht ja auch, es geht ja gar nicht anders. Ja. Warte mal, hier. Hier liegt auch was. Oh Lord, das stimmt. Ja, sehr gut. Let's go. Was ist drauf? Warte, ich kann es nicht sehen. Irgendwie sowas, was ist denn das? Ein Boot. Ein Boot dürfte das sein, glaube ich. Okay, also ich hatte ein Tier, einen Totenkopf, woran ich mich jetzt so spontan erinnere. Bei der ersten Münze weiß ich es nicht mehr. Wir haben einmal mit dem Kurator gesprochen, aber da hat er gar nichts zu gesagt, ne? Nö, war keine Auswahl. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit schon ein scheiß Gefühl haben, aber... Hallo? Oh, ich höre jemanden. Ich höre... Warte mal, lass uns erstmal umschauen. Ja, Hier, wieder Blut. Was ist das denn? Blutige Handschuhe. Igitt! Warte mal, ist das das von dem Gelben? Das ist auch gelb. Das ist auch gelb. Und wir erinnern uns, der Minion, ne, hat er auch komplett in Gelb. Plattenspieler geht nicht. Hier ist nichts. Hast du bei dir noch was? Nee, ne? Ich schau gerade, aber. Nee, sieht nicht danach aus. Die Tür konnten wir nicht öffnen, ne? Nein. Klopf, klopf! Hörst du das? Fuck! Oh, moin! Warte mal, aber. Wieso hat er denn den Game? Bitte. Nur weil er den anderen hat, ist es nicht, dass er das auch ist. Nee, ich weiß. Er hat auch einen Sack. Geht's ihm gut? Was zum Teufel? Stopp! Charlie? Ja, klasse, Charlie. Was ist das? Das ist eine Druckfalle. Du verlagerst dein Gewicht von der Platte und der Typ wird von dem Ding aufgespießt. Haben wir nichts, was er da drauf legt? Guten Tag! Hilfe! Bitte! Hilfe! Hilfe! Der Dumet ist auf jeden Fall... Der Dumet, der angebliche, sitzt da gerade auf dem Stuhl, Junge. Ja, 100%. Das ist der Morello. Scheiße! Was machst du? Warum? Ich weiß nicht, was du gemacht hast! Ich weiß es nicht! Oh mein Gott! Was, ich wäre auf der Platte geblieben! Nimm meine Hand! Ich muss entscheiden, ob ich draufbleibe oder runtergehe. Wo ist er hin? Oh, ich hab ihn. Der hat ihn weggezogen. Was hab ich getan? Wir müssen hier weg. Ja, er ist weggegangen jetzt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er weggegangen. Zigaretten holen. Weg hier. Ich hab gar nichts getan. Ich wurde von dir runtergezogen. Ja, ich konnte entscheiden, ob ich zurückgehen soll oder dich wegziehen soll. Ich wusste jetzt nicht, ob du gegen ihn kämpfst oder was. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was du machst. Hast du ihn gesehen? Ich wollte nicht, dass er dich aufschlitzt. Was zur Hölle war das? Was ist mit meiner Hand? Warum? Verarschst du mich? Ich glaube, du hast dich geschnitten. Ich glaube, du hast dich geschnitten, weil du das... Himmel. Nee, warte mal. Sitzen fest. Was machen wir? Die Scheiß-Tür antreten. Er vermisst sein Feuerzeug.
Und seine Zigaretten, das ist schon chronisch, Junge. Der fängt schon an, dass seine. Der verhärtet sich schon in seiner Handbewegung. Der vermisst einfach alles. Ja. Der braucht endlich Zigaretten, es geht nicht anders. Der braucht den Glimmstedt. Okay. Guck mal. Auf drei. Der fühlt's komplett. Eins. Zwei. Hey, und was ist erstmal mit den anderen vielleicht? Vielleicht erstmal zu den anderen und. Denen mal Bescheid geben oder sowas? Oder wie sieht's da aus? Ja, das wäre vielleicht mal ganz gut, ne? Ja. Was ist hier los? Ja, Party. Wait, no! Someone, please! What happened? What the? Go! Where is this? It's a fucking booby trap. I've told you what I have. Please don't waste my time.